Von Sabine Oelmann wissen Sie, was das Blödeste an Mädchen im Rollstuhl ist. Dass man ihren Hintern nicht sehen kann. Politisch unkorrekt. Auf jeden Fall. Aber anders kommt man nicht durch die Reha, wenn man ein junger Mann mit großen Plänen und kaputtem Körper ist. Eine Horrorvorstellung, nicht mehr den eigenen Körper kontrollieren zu können. Jung zu sein, den Kopf voller Träume zu haben, und zu wissen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr in Erfüllung gehen können. Lieber Leben ist eine wahre Geschichte, inspiriert von der persönlichen Erfahrung des Regisseurs Krent Kurmalade, der als Poetry Slammer begann und zu einem der angesagtesten Hip-Hop-Musiker Frankreichs wurde. Lieber Leben erzählt von dem jungen, schlagfertigen Sportler Benjamin, der nach einem schweren Unfall fast vollständig querschnittsgelähmt in ein Reha-Zentrum kommt. Hier begegnet er jungen Menschen wie ihm selbst, am Boden zerstört und mit großem Lebenswillen. Dem setzen sie gemeinsam etwas entgegen, das sich nicht so leicht schlagen lässt: ihre Jugend, ihre Musik und ihren Witz. Ja, Benjamin hatte haufenweise Pläne und einen großen Sinn für Humor. Auch Farid hatte einiges vor, bevor er vor Jahren durch einen Unfall im Rollstuhl landete. Die beiden treffen sich in einem Reha-Zentrum, in das auch Benjamin verlegt wird, nachdem er sich einen Halswirbel gebrochen hat. Er wird lebenslang behindert sein, heißt es. Ob telefonieren, pinkeln oder essen, nichts geht bei Benjamin mehr ohne die Hilfe der ungeschickten Schwester Christiane und des immer viel zu gut gelaunten Pflegers Jean-Marie. Den Jean-Marie gibt es wirklich. Und auch wenn der total verrückt war, dann ist doch er es, der einem bei den kleinsten Dingen hilft, immer gut gelaunt, und wir haben ihn total gern gehabt, so Regisseur und Drehbuchautor Krent Kurmalade, der mit dem Namen Fabien Masaoudi zur Welt kam und in Lieber Leben seine eigene Geschichte erzählt. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Benjamin/Fabien/Krent Kurmalade gibt nicht auf. Er reißt einen Witz nach dem nächsten über die Reha-Psychologin und ihre unzumutbaren Stützstrümpfe. Aber wie schafft man es, einen lustigen Film zu machen, wenn das Thema doch so ernst ist? Krent Kurmalade sagt dazu im Interview mit n-tv.de, das war ja unsere Absicht, dass es auch lustig ist. Wir hatten nicht vor, ein Melodram zu drehen, oder einen Film voller Pathos, der einfach zu schwer wird. Diese Leichtigkeit, das schafft man über Dialoge, das schafft man über Situationen, denn und das ist besonders wichtig, in solchen Reha-Zentren ist der Humor ultra präsent. Krent Kurmalade, also großer kranker Körper, so wie er selbst genannt hat, erklärt, fast belustigt, es gibt einen gewissen Humor von Behinderten, und der hat Trash-Elemente. Dieser Humor ist total schwarz, aber absolut authentisch. Und man macht sich permanent lustig über seine eigene Situation. Und die der anderen. Er lacht herzlich, aber wo nimmt man diesen Humor in solch einer Situation her? Keine Ahnung, der ist in mir. Aber der Humor ist das, was einen rettet, sonst kann man das nicht überstehen. Die Szenen und die Figuren in Lieber Leben sind einfach echt. Diesen Humor braucht man, und er ist ein Teil von mir.